ist Ranja und wir spielen heute Billys Hotel bzw. Billys Story. Wir werden in Billys Hotel eingeladen und gucken mal, was es hier so Schönes gibt. Wir sind endlich hier. Oh mein Gott, der hat einen super gruseligen Skin. Da ist es schon. Billys Hotel. Hier sind wir eingeladen. Das ist wohl das trendigste Motel, was es gerade gibt. Seid vorsichtig beim Überqueren der Straße, Leute. Oh, okay. Ich möchte auch nicht tatsächlich überfahren werden. Deswegen sind wir hier vorsichtig. Einmal links, rechts gucken. Und hier sind wir schon. Hier sind wir im Hotel. Und da vorne ist auch schon Billy. Oh, hallo, Billy. Hallo, mein Name ist Billy. Hallo, Billy. Wie geht's? Und willkommen zu Billys Hotel. Alle freien Räume sollten sich im 5. Stock befinden. Und tut mir leid, aber der Aufzug ist kaputt. Das habe ich schon gesehen, Billy. Keine Sorge. Das heißt, wir müssen die Treppen benutzen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Na gut, die anderen scheinen nicht so zufrieden zu sein. Mann, ich hasse Treppen, sagt eine. Henning, wir haben das. Treppe ist unser Freund. Ich finde es ein bisschen beunruhigend, dass wir hier unten eine Lebensbar haben, aber das ist immer so. By the way, habt ihr die komischen Poster direkt vor dem Gebäude gesehen? Billy, no! Was ist passiert? Sind wir im Hotel von einem Geist? Das ist hoffentlich nur ein Witz. Billy ist ja genau hier und nicht tot. Die Sonne geht unter. Was für ein schöner Tag hier. Ist das alles Billys Hotel? Es wird ziemlich spät. Wir sollten in unsere Zimmer gehen. Okay, und ein bisschen schlafen. Das klingt nach einer guten Idee. Wir sind halt immer noch an diesen Treppen, gell? Aber wir sind schon im 4. Stock. Wir müssen in den 5. Oh, okay, da sind wir. Schlafen gehen scheint mein Ziel zu sein. Ist hier irgendwo noch ein freies Bett? Ich möchte gerne... Oh, hier ist das Badezimmer. Ich glaube, ich muss hier einfach mich ins Bettchen legen. Oh, warte, was passiert hier? Wo sind wir? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe keine Ahnung, sagt die andere. Wir sind irgendwo draußen. Ja, sieht aus wie ein Wald. Okay, hier ist Gras. Ja, und warte, da hinten ist Billy. Hi, was geht? Er hat so coolen lila Rauch um sich herum gehabt. Das ist meistens, weiß ich nicht, ob das lebendige Leute machen. Sage ich euch ganz ehrlich. Hallo, Billy? Laufen. Okay, wir laufen weg. Kein Ding. Überhaupt gar kein Ding. Andere Frage. Ist Billy der gleiche? Es gibt doch dieses Spiel mit dem, du darfst nicht die Farben berühren und der ist farbenblind. Und wisst ihr, was ich meine? Das haben wir auch schon gespielt auf dem Kanal. Ich verlinke euch das gerne. Damit ihr wisst, was... hier, Achtung, hier ist eine Bärenfalle. Damit ihr wisst, was ich meine. Aber auch mit diesem Strichmännchen, das ist der gleiche, oder? Ich wusste nicht, dass der einen Namen hat. Der heißt Billy. Man lernt jeden Tag was Neues dazu. Ich fühle mich hier mit... Oh mein Gott, warte. Wieso kommt da so eine lila Wand auf uns zu? Leute... Was ist hier los? Warum? Hier ist ein bisschen Licht. Ich folge dem Licht. Ich laufe. Ich renne. Ich renne. Ich kann nicht schneller. Ich wünschte, ich könnte schneller laufen. Warum bin ich so langsam? Ich will doch nur weg. Yeah. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nein! Wenn das mal nicht ein Jump'n'Run ist. Okay, ich glaube, wir haben hier keine Wahl. Was ist gerade passiert? Das ist eine gute Frage. Und diese Person sieht so vertraut aus. Ja, es war Billy, aber es war nicht wirklich Billy. Es sieht aus wie der tote Billy vom Poster. Was ist mit unserem Billy, der in der Hotellobby stand? Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier weiterkommen, weil wir finden nichts raus, wenn wir draufgehen, okay? Das ist eine wichtige Lektion. Oh Gott, die ersten sterben schon. Isabel, wiederbeleben. Oh, möchtest du deinen Freund wiederbeleben? Okay, dann tut mir leid, Isabel. So. Zack. Zack. Zack, okay, das ist ein guter Hindernisparcours für mich. Hab fast, bin ich draufgegangen, aber dann konnte ich es doch noch für mich entscheiden. Okay, hier ganz vorsichtig. Schön von oben gucken, ne? Immer sicherheitshalber, lieber ein bisschen zu langsam. Wir haben hier 13 Sekunden. Es gibt keinen Grund zur Eile. Wir schaffen das nämlich. Okay, hier lang. Hier lang. 3, 2. Oh mein Gott, es gab Grund zur Eile. Das war so knapp. Ich habe gar nicht richtig auf die Zeit geguckt. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Ich bin legit in der letzten Sekunde draufgesprungen. Das war knapp, sagt der eine auch. Oh mein Gott. Okay, aber wir haben es geschafft. Die Dinger sind jetzt eingebrochen. Wir haben es irgendwie geschafft, in diesen nächsten Raum zu kommen. Leider sind viele von unseren Freunden nicht so glücklich gewesen wie wir. Aber wir sind weiter. Okay, ich glaube, 2 haben uns verlassen. Ihr wollt mich doch veralbern. Ein Labyrinth? Nein, 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 nein. Warum ein Labyrinth? Wir können nicht warten, dass Billy kommt und uns holen. Wir müssen durch das Labyrinth durch. Ja, du hast recht. Okay, finde den Labyrinthausgang.
Das Ding ist, normalerweise in Labyrinthen kann man so ein bisschen rausscrollen, gell? Um so, ich sag jetzt mal, zu schummeln. Hier kann man das nicht. Ich folge einfach der Gruppe. Die Gruppe scheint irgendwie einen Read zu haben, wo sie hin müssen. Das eine Mädchen vor allem. Ich glaube, die läuft hier einfach voraus. Weiß gar nicht, warum ihr alle folgen. Aber ich hoffe einfach mal, dass sie den Ausgang finden kann. Es ist halt auch so dunkel. Ich habe halt eh schon nicht so direkten Orientierungssinn. Leute, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, da ist der Ausgang. Wir haben es geschafft, Tatsache. Ich habe den Ausgang gefunden. Good job. Folgt meiner Stimme und kommt hierher. Ich glaube, die meisten sind hier einfach hinterhergerannt. Aber klar, folgt ihrer Stimme und rennt dahin. Yay. Okay, sehr gut. Okay, wo sind wir jetzt? Warte. Wir sind wieder im Hotel. War das ein Traum? Warte, aber wir haben alle das Gleiche geträumt. Das ist sehr verdächtig. Das heißt, wenn wir alle das Gleiche träumen, dann scheint da ja irgendwas dran zu sein. Das kann nicht nur ein Traum gewesen sein. Geh nach unten, sprich mit Billy. Hier geht's lang, wo ist die Treppe? Der Aufzug ist immer noch nicht zu bedienen. Das ist ein bisschen unlucky, aber wo man nichts macht, macht man nichts. Wir sind nur noch zu fünft, gell? Oh mein Gott. Aber ist okay. Und wir haben es geschafft, wir sind unten. Und hier ist Billy. Guten Tag. Er sieht sehr lebendig aus. Hi Leute, genießt ihr euren Aufenthalt? Nein. Ich lieb's, wie einer immer sagt, nein. Es ist was wirklich Gewirkliches passiert, okay? Was wirklich Gewirkliches. Wir sind alle weggerannt, okay? Ja, es war wahrlich einfach gruselig. Ich find's voll... Wie hat die diesen Skin? Das ist halt, was ich mich frage. Also der andere Billy, unser Billy. Es ist wahrscheinlich nichts. Ihr müsst euch keine Sorgen um irgendwas machen. Okay. Guck mal, er hat ein vertrauenswürdiges Gesicht. Ich fühle mich hier mittelsicher. Die Sonne geht wieder unter. Ich will nicht nochmal ein Labyrinth machen. Leute, was sagt ihr? Kleine Besprechung hier. Wir gehen einfach. Also wir haben jetzt hier eine Nacht übernachtet. Das war alles okay. Ich denke, es wäre eine gute Idee, wenn wir alle im selben Raum bleiben würden. Ich würde halt eigentlich lieber nach Hause gehen. Also so cool ist das Hotel ja jetzt auch nicht. Wir haben alles gesehen. Der Aufzug ist kaputt. Es gibt sonst halt auch einfach nicht so viel zu sehen, ne? Also hier ist ein Getränkeautomat. Da hinten ist ein Waschbecken. Nee? Okay. Ihr wollt alle hier bleiben, ja? Och nein. Warte, wo sind wir diesmal? Okay, wir sind in so einer Art unterirdischem Schacht. Das hier sieht ein bisschen aus wie ein Grabstein. Oder ist es das Roblox-Logo? Eins von beidem. Nicht schon wieder. Wo sind wir jetzt gelandet? Hier ist so eine Brücke. Ich glaube, da hinten müssen wir was einsammeln. Ich würde da gleich mal hingehen. Wir verlassen das Hotel die Sekunde, wo wir aus diesem Ort hier rauskommen. Das sage ich euch doch auch schon die ganze Zeit, Leute. Das sage ich doch. Können wir auch mal auf mich hören? Ich habe es versucht. Ich habe eine Besprechung gemacht. Irgendwas fehlt hier. Okay, wir müssen dieses Emblem finden, was hier in dieses Logo soll. Und ich glaube, das könnte diese Tür öffnen. Okay, das hast du gut erkannt. Du bist ein wahrer, ne, Detektiv. Eine Rätseleule, könnte man sagen. Okay, warte, ich laufe hier mal vorsichtig lang. Hier springen, hier geht's lang. Hier haben wir... Hallo? Wie jetzt? Ich habe ein Juwelenstück gefunden. Ich war da viel früher. Na gut. Es ist rum. Es ist egal, wer das Juwelenstück findet. Klar, ich dachte, ich wäre zuerst da gewesen, aber... Wer zählt es überhaupt? Okay, auf die andere Seite gehen auch schon Leute. Es ist ein bisschen quatschig, wenn wir alle den gleichen Weg gehen. Das heißt, wenn er das schafft, dann sollten wir das einfach lassen. Weil sie riskiert gerade einfach nur ihr Leben. Das ist, glaube ich, nicht so schlau. Wir haben schon wieder ein Mitglied verloren. Wir sind nur noch zu viert. Wir brauchen halt alle, die wir hier haben können, damit wir das Ganze irgendwie lebendig überstehen, right? Okay, hier geht's raus. Tür ist aufgegangen. Entkommen. Warte, bricht das Ding zusammen? What? What's going on? Was passiert hier? Okay, das ist aber... Oh mein Gott! Nein, nein! Nicht der grüne Goo! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Vorsicht! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Oh mein Gott, ich habe so Angst. Ich bin kein guter Überleber. Hier geht's hoch. Treppe hoch. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Ich glaube, wir haben es geschafft. Okay, nee, die Tür öffnet sich. Was ist das? Verlassen, nicht verlassen. Es sind zwei Türen. Sollte eine einfache Wahl sein, oder? Also, geht's darum, ob wir das Hotel verlassen? Lass uns die Ausgangstür öffnen, damit wir endlich zurückkehren können. Verlassen. Warte! Was ist da? Das war die falsche Wahl. Das war vielleicht ein... Was ist das? Hä?
Ist das ein Hund? Oh mein Gott, warum ist es... Was war das denn? Okay, lass uns mal die andere Tür aufmachen. Ich glaube, wir kommen hier nicht raus. Da ist so ein weirder Hund mit roten, leuchtenden Augen. Was ist auf der Seite? Rot, leuchtend, Lava. Was ist es? Ich glaube, es ist Zeit, dass wir aus diesem verfluchten Hotel gehen. Du hast so recht. Einverstanden. Nein, warte, warum ist da Billy? Wo denkt ihr, geht ihr hin? Alles gut? Kommt Billy aus einem Nether-Portal? Wieso sieht das halt 1:1 aus wie so ein Minecraft-Nether-Portal? Billy, du solltest mit uns mitkommen. Es ist nicht sicher hier. Ich glaube, Billy ist tatsächlich... Ihr wisst schon, was ich sagen will. Es ist sein Zuhause und es wird auch unser Zuhause. Und wir müssen überleben. Okay. Kann ich jetzt diese Crowbar nehmen? Nein. Was? Nein, überleben. Ich komme hier nicht hin. Nein, 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 nein. Okay, zu den Treppen kann ich nicht. Das ist geblockt von Billy, kleines Billy-Portal. Billy ist hinter uns. Das ist überhaupt gar kein Ding. Ich habe auch keine Angst. Ich habe den Ton aus, weil ich mich ohne Mist, also unabhängig davon, ob ich den Ton benutzen darf oder nicht, weil das ist immer so ein bisschen Hit or Miss bei den Roblox-Spielen. Ich erschrecke mich halt auch einfach wie sauber. Es kommen meistens so Schreigeräusche, wenn diese Gesichter eingeblendet werden. Und ohne Mist, ich sitze vor meinem PC, ich zuck so zusammen. Deswegen, das machen wir nicht. Was sind das denn für Bilder? Hier ist eine Nintendo Switch. Hier ist Billy direkt hinter mir. Wir können halt nicht mehr die Treppen runterlaufen. Hier gibt es ein Force Field, ein Kraftfeld, was die Treppen blockiert. Okay, wir müssen irgendwie einen Weg rausfinden. Können wir jetzt diese blöde Schere nehmen? Guck, ob du irgendwas siehst, was du benutzen könntest. Ja, hier, ich sehe diese Schere. Ich habe eine Schere gefunden. Ich habe eine Brechstange gefunden. Wow, you guys. Wie ihr das nur gemacht habt. Ich habe eine Idee, wir können durch den Aufzugsschacht entkommen. Schneide das Tape mit den Scheren und öffne den Aufzug mit der Brechstange. Also ich will wirklich nicht der Geil sein. Aber ein Aufzug hängt, soweit ich weiß, an so Stahlseilen. Und ich bin mir nicht sicher, ob du den mit einer Haushaltsschere einfach durchschneiden kannst. Aber es ist Rumminum. In dem Fall hat das jetzt geklappt. Glück gehabt. Ich habe auch eine Vermutung, warum der Aufzug kaputt gegangen ist, ne? Hier, wir müssen durch den Aufzugsschacht nach oben. Wir haben eine Minute. Oh Gott, das klingt halt auch schon wieder nach dem schlimmsten Jump'n'Run, was die Welt je gesehen hat, ne? Aber ist okay. Ist okay. Die Seite. Hier hoch. Es sind nur Treppen. Treppen sind nicht so problematisch, gell? Hier sind so Verkehrshütchen. Ich laufe mal hier durch. Hier zum Dach! Ich glaube, das geht hier lang. Ich glaube, hier ist die letzte Treppe. Kommen wir hier hoch? Okay, wir sind auf dem Dach. Hier ist halt einfach weit und breit nichts. Ich wüsste nicht, wie wir hier entkommen sollen. Oh mein Gott, nein, 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 das ist Billy. Leute, wir müssen doch was tun. Wir können doch nicht einfach hier sterben. Wir müssen springen. Hallo Spieler. Ich habe euch für eine Weile beobachtet. Billy, guck mal, wir können über alles reden. Ich verstehe, dass du einsam bist, okay? Wir können vielleicht einfach Freunde sein miteinander. Was willst du von uns? Sagt das andere Mädel. Was ich will? Vielleicht will er denjenigen finden, der ihn halt umgebracht hat. Ihr hört auf zu lachen, Billy. Billy hört nicht auf zu lachen. Billy, hör auf zu lachen. Du machst mich nervös. Billy, alles okay? Tatsächlich will ich gar nichts von euch. Okay, dann können wir gehen? Dann lass uns doch in Ruhe, sagt Blob, Wies, Lol, Horse. Weißt du was? Was weiß ich? Mach's nicht so spannend. Ich nehm's zurück. Ich will doch was von euch. Ich will alle deine Seelen. Ach so. Ah, das ist ja cool. Billy, hör mal. Ihr wollt eure Seelen wahrscheinlich nicht aufgeben. Immerhin. Coole neue Änderung. Billy leuchtet nicht mehr hell lila. Billy ist jetzt weiß und will halt unsere Seelen stehlen. Ah, oh mein Gott, nein, 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 nein. Bin ich einfach gestorben? Nein, lol. Warum? Okay, nein, 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 ich muss rennen. Okay, das ist gar kein Ding. Alles, was du tust, ist es unvermeidlich herauszuzögern. Immer in Bewegung bleiben. Immer schön in Bewegung bleiben. Hier sind so Pfeile, die wollen uns zacken, aber das ist alles kein Ding. Hier einfach ein bisschen ausweichen. Aua! Okay, seitlich. Okay.
Okay, gar kein Problem. Ich kann euch angreifen, aber du kannst mich nicht angreifen. Oh mein Gott, Billy. Ich wüsste halt auch nicht, wie ich dich angreifen soll. Ich kann mich halt auch einfach nicht bewegen teilweise. Aber das ist okay. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es kann ja nicht sein, wir müssen irgendwie einen Weg finden, Billy zu besiegen. Wir müssen doch hier rauskommen. Nein, nein, spring. 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 Billy kann halt einfach Laser erschaffen. Das ist halt unfair. Das ist halt ein unfairer Vorteil, sage ich mal. Das können wir halt so jetzt auch nicht. Können wir Billy angreifen? Bitte. Ich glaube, ich mache es nicht mehr lange, Leute. Spiel vorbei. Ich muss mich wiederbeleben. Ich sehe keine andere Wahl, als hier 45 Robux auszugeben. Du hast Freund wieder. Warte. Ich... Oh mein Gott, das ist ja ein helles Scam. Ich krieg so wenig Leben nur zurück. Man respawnt nicht mit vollem Leben. Vergesst einfach, was passiert ist. Ich mache nur Spaß. Er wird nicht aufhören. Wie lange wirst du uns hier angreifen, Billy? Kannst du mal... Ist es vorbei? Haben wir es geschafft? Oder wo sind wir jetzt? Wo ist Billy? Was ist das denn da? Oh mein Gott, was? Hä? Warte, soll das Billy sein? Warum ist es so ein großer weißer Blob mit nur einer Hand? Und kommen jetzt Kreise? Oh mein Gott, Leute. Okay, alles easy. Okay, hier greifst du uns an. Ich sehe jetzt diese blöden Kreise. Ich habe schon wieder nur Hälfte vom Leben, aber das ist okay. Lauf jetzt einfach weg. Ich glaube, die Kreise waren nie so groß. Ja, okay, sehr gut. Vielleicht müssen wir einfach weg. Ich glaube, man kann nicht über die drüber springen. Ich habe halt auch Leben nur so mittelfiel. Warum hörst du nicht einfach auf? Fragt Billy. Ich frag dich dasselbe. Warum hörst du nicht einfach auf? Lass uns doch, guck mal, du hast... Wir waren hier, als wir reingegangen sind, zu 10, glaube ich. 10 Leute. Du hast 8, hast du schon mitgenommen. Ist jetzt nicht auch mal okay? Tu mir einfach einen Gefallen und verlasse das Spiel. Komm nicht in meine Nähe oder kletter nicht auf mich drauf. Ich gehe kurz AFK. Was? Steige auf Billy. Okay. Ich weiß halt nicht, ob das hier Billy ist, ne? Er sieht halt nicht aus wie Billy, aber... Warte. Ich kann Billy reporten! Was? Jeder weiß, dass der Report-Knopf nicht funktioniert. Oh mein Gott, es ist ein Admin. Er kommt, um Billy abzuholen. Wir haben ihn reported. Roblox. Oh was? Was für ein Twist. Okay, deine Terrorherrschaft endet jetzt, Billy. Du bist gefahren. Der Roblox-Admin kam und hat Billy abgeholt, weil wir ihn reportet haben. Du wirst mich niemals lebendig kriegen. Oh mein Gott, Billy hat sich einfach verzogen. Ihr seid jetzt alle sicher. Sind wir sicher? Ich habe halt das Gefühl, ich bin mir halt nicht sicher. Er sagt, er hat Billy terminiert. Was soll das heißen? Er hat Billy terminiert. Hat Billys Account gelöscht? Er sollte nicht nochmal eine Gefahr für irgendjemanden darstellen. Okay, hier ist das ganze Roblox-Team. Roblox ist die beste Plattform der Welt. Okay, Leute, ich habe persönlich das Gefühl, Billy lebt noch, okay? Ich hab nicht gesehen, wie Billy verschwunden ist. Ich glaube, der hat sich nur wegteleportiert. Aber wir haben auf jeden Fall Billys Hotel überlebt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute haben es leider nicht geschafft. Aber ich und das andere Mädel, wir haben es überlebt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten. Oh, und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch Billys Hotel überlebt habt. Ich mache das Spiel in die Infobox, so wie immer. Macht's gut, tschüss!